So, da sind wir wieder, Freunde der Sonne. Wir zocken doch noch ein bisschen weiter. So, das haben wir jetzt hier mit Bravour gelöst. Hoffentlich die Quest. Ja, bestimmt. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich die abgebe. Da vielleicht. Ich finde den Finger des Meisterschmieds. Ja, machen wir mal, kein Problem. Da waren wir noch gar nicht. Ah, ist natürlich hochkomplex. Jetzt muss ich da hoch oder wie oder was? Aber wollten wir dann Scheiße einschmelzen, ne? Ja, hier, verbessern, sonstiges. Silberbarren, ja, schön. Ich finde, das habe ich sehr gut gemacht. Oh, eine Mine. Schön. Schön, schön. Ist das hier ein Erzvorkommen? Nein, ist es nicht schön. Beziehungsweise unschön. Dann hacken wir mal eine Runde hier. Strengen wir mal ein bisschen an, du Spacko. Hopp. 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 Schön, hast du das gemacht. Und das war jetzt hier schon diese dämliche Mine. Das, ja, da geht's noch weiter. Es wird nämlich den Namen Mine nicht wirklich verdienen, was hier abgeht. Ist ja lächerlich. Lächerlich, sag ich da nur. Hier war ja nichts, ne? Da war ja nichts, da war ja nichts. Da waren wir, alles klar. Dann war es das hier wohl schon. Das wäre lächerlich. Lächerlich. Sag ich euch, lächerlich. Okay, jetzt wieder in ihren Silberbarren-Dings machen. Geht das? Sonstiges Silberbarren, jawohl. Und noch ein. Schön mache ich das. Schön. Gibt es denn hier noch so? Gibt es hier noch eine Schmiede oder sowas? Benutze Schleifstein. Novize. Schleifstein. Öffnen wir mal die Tür hier, gucken, was da abgeht. Zack, geöffnet, kein Problem. Oh, dann können wir vielleicht unsere Taschendiebstahl-Skills auch mal wieder ein bisschen pimpen. Na, normalerweise hat die Schlampe natürlich so gut wie nichts dabei. Schlüssel nehmen wir auch mit. So. Ein Dieb! Wir Ach. haben einen Dieb! Nein, kein Dieb. Wir laden. Dann haben wir nämlich keinen Dieb mehr. Ich hätte das nicht unterschätzen dürfen. Die sind ganz schön pfiffig, die Jungs hier. Ja, jetzt ist mal die alte wieder ausräubern hier. Tada. So. Speichern. Klauen. Ja. Habe ich sehr gut gemacht, finde ich. Was gibt es jetzt hier noch? Kommode, Truhe, Gold, Heiltränke, Eisenbarren, den können die von mir aus behalten. Der ist jetzt nicht so wertvoll, als dass ich den jetzt unbedingt mitnehmen müsste. Kessel. Ja, mal gucken, was in den anderen Häusern noch so abgeht. Dann kann ich die auch alle mal berauben. Berauben ist eine gute Idee. Ich ziehe die jetzt alle hart ab hier. Ah, die Hütte sieht schon fast so aus, als könnte man da ein bisschen mehr abgreifen. Gucken wir mal. Jetzt haben wir natürlich schon Schlüssel für die Bude schon gerade gelootet, scheinbar. Scheinbar schar. Jetzt geht hier einfach mal gar nichts ab, oder wie? Das ist natürlich hochgradig langweilig. Sie stehen jetzt wahrscheinlich alle gleich auf, weil wird langsam Tag. Okay. Dafür haben wir jetzt natürlich auch den Schlüssel schon gehabt. Hier pennt auch keiner. Das ist doch doof. Nee, da habe ich dann keinen Bock drauf. Das finde ich dann irgendwie blöd. So, jetzt müssen wir, glaube ich, auf diesen dämlichen Berg da irgendwie hoch. Gucken wir mal, wie das geht hier. Gut, doch auch hier irgendwie rennen, ne?
Ruine, Ruine, alt, alt war das, genau. Sprinten wir hier mal ein bisschen der Bärsch hoch, ja. Gucken mal, was hier so abgeht. Hier waren wir doch schon mal, hier bin ich ja schon hochgegangen, oder nicht? Kommt mir so bekannt vor hier, die hier Opferstelle und so. Hier war ich doch schon mal, guck mich doch vor Kackeiern. Hier war ich schon mal. Bullshit, ja. Oder nicht? Oder sah das einfach nur genauso aus? Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich schon fast da? Das ist erstaunlich. Erstaunlich, sag ich dir mal. Speichern. Ja, und jetzt? Ist immer so ungefähr nichts los. Läuft wohl eher unter den Worten ziemlich bescheuert. Da bin ich einfach auf der falschen Seite vom Berg. Komm ich vielleicht dahin? Ich bin schon längst dran. Fingermeisterschmied. Ja. Ja, wie jetzt? Okay, da scheinbar da unten, wo ich hin muss. Ja, Satz mit X, da war wohl nix. Und da irgendwie, ja, hier kommen wir schon irgendwie runter. Das sieht doch ganz gut aus. So. Ja, hier wurde auf jeden Fall ein bisschen weggesquished. Kaiser. Ach, ein Drache, scheiße. Habe ich erwähnt, dass ich Drachen hasse. Bestimmt, oder? Knochenmehl nehme ich mit, kein Problem. Am nächsten können wir hier ein bisschen verstecken. Das macht er mit den Drachen ein bisschen besser. Oh, ein Eisdrache. Du Huren. Guck mal hier. Hallo? Ich würde doch hart auf den Sack geben. Setz dich mal irgendwo hin. Oh. Leide. Drecksdrache, leide einfach. Haha. Scheiß Noob. Hat jetzt den Finger dabei hier oder was? Handschuppen, ja. Viel zu schwer, der ganze Scheiß. Ja, brauche ich jetzt nicht. Ha, das ist ein bisschen langsam. Ah, ist auch nur leicht drüber. Aber ich komme jetzt aus der Nummer wieder raus. Scheiße ist das doch. Spitzhacke. Gewicht 10, ja, das bringt das nicht. 18, war bei 18, ne. Irgendwas Bekleidungsmäßiges, was Schweres, aber da zum Beispiel den Krepp, den können wir schon mal wegschmeißen. Bringt das alles nicht hier? Das auch nicht. Ah, es fehlen noch ein paar Kilo. Ah, ist ja scheiße. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwie so Stärke oder was? Zerstörung. Starke Ausdauer, Stärke.
Ja, nee, das reicht noch nicht so ganz. Ah, nee, das bringt mir ungefähr gar nichts. Das ist rechtlich doof. Ja, Drachenseele aufgenommen ist alles ganz toll. Ich muss aber hier mal ein paar Kilos ab, nur ein bisschen abnehmen hier. Drachenknochen, warum ist der ganze Scheiß so schwer? Muss ich vielleicht nachher nochmal zurückkommen, mal gucken. Ist einfach zu schwer. Den ganzen Mammut hier gerissen, das Viech oder was? Ja, hier. Kack mich an. Kein Problem, ich sehe nichts mehr. Super. Pfeile, Gold, Buch. Ach, das sind diese komischen Handschuhe. Die sollte ich looten, okay? Wie viele Kilos können wir denn jetzt noch tragen hier? Nicht so viel. Wir könnten versuchen, noch einen so Knochen oder sowas mitzunehmen hier. So sowas hier. Und jetzt können wir noch laufen. Und jetzt können wir schnell reisen. Nach Weißlauf zum Beispiel. Ne, ist nicht Weißlauf. Wo ist Weißlauf? Hallo? Weiß da. Ja. Jetzt müssen wir uns natürlich immer noch mit unerträglicher Geschwindigkeit fortbewegen. Allerdings ist es dann zum nächsten Händler hoffentlich nicht ganz so weit. Hallo Händler, ich komme. Drüm. Jetzt geht er nicht rein. Oh, du stumme Schlampe. Ja, vielleicht können wir was schmieden, weil ich habe gerade gesehen, man kann auch so Kettchen.